Und damit sind wir wieder Und damit sind wir wieder zurück bei Empires et Puzzles. Ja, da wir ja bald den Level-Up haben, kann ich rein theoretisch auch gerade die ganzen Punkte für die Überfälle mal verballern. Ja, nehmen wir doch einfach mal hier den ersten Gegner. Wir kämpfen jetzt einfach gegen alles, was uns vor der Flinte kommt, egal wie stark. We are fighting. Machen wir jetzt mal so einen kleinen PvP-Part. Okay, das war jetzt nice. Da ist der erste auch schon weg. Ah, das gelbe Juwel zu zünden lohnt noch nicht wirklich. Also so was von überhaupt nicht überwirklich. Wir machen das so, wir ziehen den nach unten. Das heißt, der kann nicht aus Versehen hochgehen. So, jetzt sehen wir mal Madame Clouseau da hinten an. Und jetzt hauen wir den gelben raus. Hat zwar jetzt nicht allzu viel gebracht, aber ist ja erstmal Banane. Hauptsache, wir machen irgendwas. Oh, ist auch noch wiederbelebt worden. Na egal, he's gone. Und jetzt sterben sie alle wie die Fliegen. Wir haben auf jeden Fall unseren Special voll. Gut, der Gegner auch, aber er ist alleine und damit wäre er fortan hinfort. So, einmal weiter. Wie gesagt, wir nehmen jetzt einfach. Ach, Birne juckt. Nehmen jetzt einfach mal alle, die wir kriegen können. Ich sag, ein kleiner PvP-Part ist ja auch mal nicht verkehrt und wenn wir verlieren, dann verlieren wir. Das ist nicht tragisch, das bricht uns keinen Zacken aus der Krone. Weil die Punkte holen wir uns dann an anderer Stelle einfach wieder. So, haben wir schon eine Zweier-Kombi. Gut, wir können keine Items einsetzen, aber who cares? Oder who cares? Oui, oui. Ach, das ist so ein mistiger Heiler. Ich bräuchte jetzt ganz, ganz viel Blau eigentlich. Egal, heilen wir uns erstmal eine Runde. Hält ja nur 5 Züge. Das heißt, für Sonja müssen wir uns auf jeden Fall unseren Special aufheben. Ach, der heilt ja gleich auch. Ah, ich vergehe. Alter, das ist ja richtig widerlich, ey. Klopfer ist ein, rauf mir jetzt vollkommen Banane. Das dauert das ja ewig und 3 Tage. Außerdem können wir jetzt sogar unseren Angriffen. Ich wollte gerade sagen, halt der jetzt etwa auch noch? Ja gut, Nebel ist jetzt hinüber, aber das ist mir gerade relativ schnurzpiepe. Wir müssen die restlichen wegbekommen. Weil wir stehen so ein bisschen unter Zeitdruck, weil wir jetzt gerade brennen. Und das ist nämlich auch das Problem, was ich gerade habe. Oh, wir kriegen auf den Sack. Wir kriegen so auf den Sack jetzt. Der heilt jetzt wieder, aber immerhin, wir brennen nicht mehr. Das ist ein kleiner Vorteil. Aber das hilft uns jetzt auch nicht wirklich sehr viel weiter. Weil jetzt auf gut Deutsch alle von uns abgemurkst werden. Was nicht schön ist. Aber einen nehmen wir wenigstens noch mit. Und haben die keine Offensivfähigkeit? Er hat eine Offensivfähigkeit, aber er ist jetzt weg. Vielleicht gewinnen wir das sogar doch noch. Okay, das ist verfehlt. Das ist gut. Ich kann es leider nicht ein. Ah, Moment, unter ihm. Ja, leider. Hätte ich jetzt den Special auf ihn gemacht, wäre ich so ohnehin weg gewesen, weil er reflektiert hat. Naja. Egal, auf zum nächsten Gegner. Oh, 3200. Oh, da werde ich auch wieder auf den Keks kriegen. Allein schon, die haben den Grummelzwerg. Egal, probieren. Weil die Punkte kriegen wir dann ja auch wieder gut geschrieben, wenn wir Level Up sind. Und die Parts werden nicht ganz so kurz. Ey, wenn wir ehrlich sind, es
Es ist ja Content. So ist es ja nicht. Und außerdem, der Content ist für euch ja free. Doch, das ist auch noch so einer. Herz allerliebst aber auch hier. Und das war jetzt gut. Ja, ist ja gut. So kann ich mich eine Runde heilen. So, jetzt konzentrieren wir uns mal ausschließlich auf die Partei da ganz links. Ich mag die Frau da nicht. Deswegen habe ich sie jetzt weggebuttert. Wenn wir Glück haben, gewinnen wir das sogar noch. Ja, jetzt macht er wieder Gamble. Gamble, Gamble. Ich weiß gar nicht, was bringt einem dieser Vorteil. Ich habe den Charakter ja nicht. Von daher kann ich es ja nicht sagen. Buttert's mir mal bitte unten in die Comments, was diese Würfel bringen. Und der ist jetzt auch Flöte. Ach komm, dann heilen wir uns nochmal und jetzt hauen wir ihn auf den Sack. Nein, jetzt reflektet er. Immun. Ha! Er kann nichts machen. Nee, 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 nee. Booyah, gewonnen. Wuhu. Das war jetzt unser dritter Kampf. Ja, dritter Kampf. 3700. Ah, das kann jetzt... Das könnte jetzt heavy werden, aber wir verlieren nur 14 Punkte, wenn wir verlieren. Von daher ist das nicht ganz so schlimm. Ich hätte vielleicht ein paar mehr Dunkelheitshelden jetzt aufstellen sollen. Aber das wäre eigentlich auch Banane gewesen, weil wenn ich dann keine lilanen Punkte hier gehabt hätte, wäre ich sowieso blöde dran gewesen. Moi. Von daher, das passt sich schon. Ja, der ist bleeding all over the place, aber... Also ich meine, sie kann heilen, die da oben ist. Also oben mittig. Kann sein, dass der Angriff jetzt... Ja, habe ich mir schon gedacht, dass das verfehlt. Wir greifen einfach mal so an. Jetzt haben wir immerhin seinen Special voll. Ja, wenn er auf die Heilerin losgeht, das ist nicht schlimm. Die habe ich gleich wieder voll. Ah, das läuft bisher doch schon mal sehr, sehr gut. Möchte ich mal so hinzufügen. Ach, Leonidas. So, sein Name. Ich meine, sie heilt. Oder macht sie einen Angriff? Nein, sie heilt. Alles Klärchen. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Zumindest empfinde ich es nicht als tragisch. Außer, dass die Herren und Damenschaften hier verdammt viel aushalten. Aber die müsste gleich weg sein, die gute Madame. Jawohl. Ja, okay. Einer ist weg. Okay, sie geht da los. Er hat Verteidigungsmalus. Das werden wir ausnutzen. Und zwar sehr ausnutzen. Ja, da hat sich schon wieder mit der ausgenutzten Halt schon wieder weg. Jawohl, ja. So, weg ist er. Und er kann sich jetzt da warm anziehen. Dieser Hampelmann. Einmal kurz Heilung. Dass wenigstens unsere Valkyren ein bisschen weiter geschützt sind. Ich meine, wir wissen, dass er sowieso jetzt gleich drauf geht. Sag ich doch. Dann haben wir noch... Zwei Kämpfe haben wir noch vor uns. Ja, das könnte für den Part sogar passen. Aber 47 Punkte. Finde ich gut. Ab und zu mal so ein PvP-Part. Ist ja auch nicht verkehrt. Dann kriegen wir hier wenigstens mal Content zusammen. Ja, was heißt Content zusammen? Wir bekommen schlicht und ergreifend einfach mehr und längere Videos. Das heißt, ich muss dann nicht zwischendurch leveln
Oder die Parts werden kürzer. Oder es kommt weniger. Schau mal. Eine auf Feuerwerkfrau hier. So, jetzt haben wir die schon mal hinüber. Mir gefällt das nicht, dass... Oh, die mag ich sowieso nicht. Diese komische Tante da. Jawohl, jetzt sind beide weg. Das heißt, die unangenehmen Gegner sind schon mal raus. Ja, feuer mal alles. Ja, das war's. Gewonnen, gewonnen. Einen Kampf müssten wir noch haben. Ja, einen haben wir noch so. Wer ist unser Gegner? 3066. Oh, der 5 Sterne, den wir auch haben. Wir können mal gucken. Ich habe ja auch noch ein paar mit 100 Rekrutenpunkten. Ich glaube, 2 oder 3 Stück habe ich da auch schon wieder reingebuttert. Da können wir ja auch mal gucken, was wir da noch rausziehen. So, die Heilerin wird erstmal frontal angegriffen, dass die schon mal ein bisschen gehandicapt ist. Komm, wir zünden. Ah, ich hätte erst den da unten machen sollen. Da hätte ich den blauen Masterschlüssel jetzt, hätte ich jetzt beide gesagt. Sehr schön, sehr schön. Ja, meinetwegen, mich kannst du ruhig angreifen. Das ist mir relativ. Weil er muss weg. Definitiv, der muss ganz schnell weg, weil der greift dann 2 nebeneinander an und reflektet. Und das ist nicht schön. Dadurch habe ich auch den Einkampf praktisch faktisch verloren, weil hätte ich ihn angegriffen, wäre ich auch tot gewesen. Und das war ja mein Problem in dem Kampf. Sonst hätte ich das eventuell noch rumreißen können. Okay, er ist... Ja, he's bleeding all over the place und... Haben wir noch einen Kampf? Nee, das war's. Oh, Helden. Ja, haben wir fertig. So, kriegen wir erstmal wieder massig eine epische Truppenmünze. Goblin, bla bla. Ist eigentlich Wurst, weil ich es eh am Ende recycle. Aber epische Truppenmünze, Truppenmünzen sind immer gut. Ich habe mir in der Zwischenzeit auch einfach mal so eine Beschwörung gegönnt. War aber nichts Vernünftiges drin, also. Eigentlich wieder mal nur Müll, wie immer. Weil, wie man sieht, 3 können wir einsammeln, das tun wir jetzt auch mal. Okay, den brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Weil das sind wieder so Charaktere, die kann man dann verfüttern oder sowas. Ach, apropos verfüttern, komm. Verfüttern wir einmal, machen wir wieder große Levelaktionen jetzt. Dass wir im restlichen Part noch ein bisschen was zum Leveln sehen. Also er wird richtig bad noch werden. 503 hat er jetzt schon. So, unser Gun Yu. Okay, der kriegt nichts. Hm, könnten wir eigentlich noch unseren Zwergi noch ein bisschen was... Ja, den Gunnar, weil... Den brauche ich definitiv nicht. Man braucht ja theoretisch nur die 5 Hauptplots, also die 5 Teams voll haben, plus einen Reserve, wenn man in Clan War geht, da hat man ja maximal 6 Angriffe. Die ersten 3 und dann zählt ja ein Counter, nach 12 Stunden kriegt man die nächsten 3. Sorry, falls ich jetzt falsch liege, aber so habe ich es gerade in der Rübe. Und hier haben wir ja noch den Kedamon. Also von daher können wir die Dreier auch opfern. Ist der nämlich auch schon Level 50. Auch sehr schön. Also es nimmt hier alles Form und Farbe an, möchte ich mal sagen. So, Azar ist auch bald Max. Ist ja nur bis Level 50, meine ich, kommen die. Ach, ist das euer Ernst? Das ist jetzt... Ach komm, dann hauen wir da jetzt, dann ist sie fertig. Ja, Talentraster. Nein, die Äxte will ich mir aufheben. Aber sie ist stärker als Nashka. Warum ich mir die Äxte aufheben will, das hat einen ganz einfachen Grund. Er ist auch klasse Axt. Ich glaube zwar nie, dass wir ihn so hoch bekommen, aber naja. Ach komm, einmal... Habe ich irgendjemanden vergessen? Irgendwo hier zwischen.
neu. Ah, ich habe eine Eive vergessen. Ja, können wir eigentlich jetzt ihn hier machen. Ja, ein Tuki-Tuki-Vogel. Klar, irgendwann, sobald die auf fertig sind, gelevelt, wie den Yang hier, Jahangir, den pumpe ich dann auch irgendwann weg. Oh, nein, 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 um Gottes Willen, nicht den da rein pumpen. Das wäre ganz, ganz doof. Oh, Level 39, das ist gut. Boah, bin ich froh, wenn wir den Gartenzwerg hier fertig haben, dass ich dann Sangrior leveln kann. Ich will ihn halt fertig haben. Also Level 70 ist das ja. Höher geht's nicht. Was ist eigentlich für eine Klasse? Oh, er ist dasselbe wie Nebel und Nebel hat selbst nicht genügend Helden. Also ich denke mal, unser Ganyu, der wird jetzt auch fertig werden, was das Max... Nee, noch nicht. Der bräuchte, glaube ich, doch dann Level 1er. Und dann können wir Kailani weiter leveln. Aber erstmal, apropos leveln, unser Level 5er, die mächtige Mächtigkeit mit den langen weißen Haaren erwartet neue Opfer, die er futtern kann. 504, nicht das meiste, aber wenn man bedenkt, er ist im zweiten Tier, also in 2 von 4, und er hinkt nicht weit hinter Sabrina her. Ja gut, man muss Tiburtus, also John Schnee, ist ja schon gemaxt, der hat schon fast sogar sein Talentraster, es geht ja bis 20. Also Oberkan wird wahrscheinlich sehr, sehr viel stärker werden. Na egal, als nächstes machen wir weiter, also jetzt direkt im Anschluss, im nächsten Part für euch, für mich jetzt direkt, geht's weiter mit der Hauptstory im südlichen Unterholz. Das werden wir nämlich dann fertig machen. Aber so viel im nächsten Part.